Ja, ich darf mich vorneweg nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung und auch für die freundliche Einführung. Ich möchte zum Anfang ganz kurz ein paar Sätze zu dem sagen, was Sie hier erwarten wird. Es ergibt sich zum Teil auch aus der Einladung. Die Anstifter, der Frank Ackermann und der Peter Krohmann, sind an mich herangetreten und die sagten mir, wir haben noch nie was in diesem Kreis oder in dieser Veranstaltungsreihe, die da gemacht wird, zu Hannah Arendt gehabt, ob ich da nicht was zu Hannah Arendt machen könnte. Und von daher dachte ich, gut, dann mache ich was, aber dann ist sicher auch sinnvoll, da was Grundsätzlicheres vorzubereiten. Und daraus ergibt sich dann schon die erste Hälfte vom Thema. Wenn man was Grundsätzliches zu Hannah Arendt macht, dann ist klar, dass man über politisches Handeln sprechen muss, weil das der Zentralbegriff in ihrem Werk ist. Die zweite Hälfte von dem Thema, warum Arendt und nicht Marx, ergibt sich dann eher aus einem persönlichen Bezug, den ich zu Stuttgart und zu Peter Krohmann habe. Peter Krohmann war ja lange Zeit der Organisator vom Sozialistischen Zentrum hier in Stuttgart. Die Älteren werden sich da vielleicht daran erinnern. Bei den Jüngeren war es lang vor ihrer Zeit, ne? Bei den 70er Jahren. Aber darüber hatte ich aus Tübingen, vom Sozialistischen Zentrum Tübingen aus, eben auch einen Bezug zu Stuttgart. Und das ist ja eine Zeit, in der Karl Marx noch der entscheidende Bezugsautor war, jedenfalls für uns und für viele andere darüber hinaus sicher auch. Das hat sich geändert. Heute zitieren Ministerpräsidenten, auch solche, die früher eher mit Marx hielten, wie Hannah Arendt, aber auch Aktivistinnen aus Protestbewegungen, die früher sich auf Marx berufen hätten, bemühen heute eher Hannah Arendt. Das kann einem misstrauisch machen, nicht, wenn von verschiedenster Seite dieselbe Autorin immer bemüht wird. Und man fragt sich dann manchmal, ob da noch mehr dahinter steckt als so Kalenderspruchweisheiten bei diesen Zitaten. Vielleicht hat es aber doch auch gute Gründe, dass man heute eher sich auf Hannah Arendt als auf Karl Marx beruft. Und dem möchte ich mit dem Vortrag heute jetzt etwas genauer nachgehen. Meine erste These lautet, der Politikbegriff Arendts steht trotz einiger Ähnlichkeiten im Gegensatz zu dem Begriff politischen Handelns bei Marx bzw. dem, wie ihn die marxistische Linke der 60er und 70er Jahre vertreten hat. Wer in den 60er und 70er Jahren mit marxistischem Hintergrund, von welcher einzelnen Gruppe auch immer, von politischem Handeln oder genauer von Politisierung sprach, bezeichnete damit in der Regel eine Aufgabe. Die Aufgabe nämlich, hinter die Oberfläche gesellschaftlicher gesellschaftlicher Konflikte zum Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft vorzustoßen und dann in den Auseinandersetzungen oder Kämpfen der Zeit diesen Grundwiderspruch erfahrbar zu machen. Das war das, was man mit Politisierung gemeint hat. Aus Verteilungskonflikten sollten Herrschaftskonflikte werden. Und im Vortrag gestern, es waren sicher auch einige gestern, da schien mir so ein bisschen was auch in Bezug auf Hannah Arendt angedeutet zu sein, da können wir uns nachher vielleicht noch darüber auseinandersetzen, denn ich glaube, dass das bei Hannah Arendt so nicht gemeint ist. Zurück zu diesem neomarxistischen Verständnis von politischem Handeln oder Politisieren. Ich denke, so kann man nur argumentieren, wenn man weiß, was sozusagen die Welt im Innersten zusammenhält und wie sie deswegen zu verändern wäre. Also konstitutiv für ein marxistisches Verständnis von politischem Handeln ist der Anspruch auf einen Erkenntnisvorsprung gegenüber denen, mit denen man politisch zu tun hat. Damit gesellschaftliche Konflikte einen genuinen politischen Charakter bekommen, müssen sie auf den Grundwiderspruch bezogen werden. Damit aber ist politisches Handeln zumindest ein Stück weit ein instrumentelles Handeln, denn sein Zweck, die Überwindung des Kapitalismus, steht fest. Die Politik ist dann der Weg, diesen Zweck zu erreichen.
Im neomarxistischen Sinn galt es deshalb ja auch immer, die Systemfrage zu stellen. Und da vielleicht auch so ein kleiner Einschub, das ist eine Anekdote, danke, die mit meinem Verhältnis auch zu Stuttgart zu tun hat. Wir haben in Tübingen 1978, ein Jahr nach dem Tod von Ernst Bloch, Ernst-Bloch-Tage veranstaltet. Und das Thema sollte, oder hieß dann auch, Marxismus und Naturbeherrschung. Die Intention war, zum einen diese produktivistische Seite des Marxismus kritisch aufzuarbeiten. Also dass Marxisten ja immer auch auf technischen Fortschritt gesetzt haben und da eigentlich ein unkritisches Verhältnis dazu hatten, über viele Jahrzehnte hinweg, erst in den 70er Jahren mit der Ökologiebewegung, der Anti-AKW-Bewegung und anderem, ist das ja so in Frage gestellt worden. Gleichzeitig wollten wir aber den Marxismus auch für ökologische Konflikte retten. Und wir haben dann versucht, hier in Stuttgart, den Willi Hoss, den kennt man wahrscheinlich in Stuttgart noch, von der Plakatgruppe, für die Abschlussrede dieser Veranstaltung zu gewinnen. Und es gab eine lange Diskussion, ich erinnere mich da ziemlich gut dran, mit Willi Hoss, ob er wirklich kommen wollte oder nicht. Und sein Problem war die Frage, ob man über ökologische Probleme und ökologische Konflikte tatsächlich die Systemfrage stellen könnte. Oder ob ökologische Konflikte nicht sozusagen Kapitalismus immanent bleiben würden. Das hat uns beschäftigt. Ne? Das war ein wichtiges Thema bei dieser Tagung. Das ist ganz typisch für, würde ich sagen, so ein marxistisch geprägtes Herangehen an politische Fragen. Jetzt zurück zu Hannah Arendt. Ähnlichkeiten mit ihrem Politikbegriff liegen da durchaus vor. Ich sehe sie vor allem im Aspekt der Veränderbarkeit. Also sowohl ein marxistisch beeinflusster als auch ein von Arendt beeinflusster Begriff des politischen Handelns versteht ja die Situation oder gesellschaftliche Verhältnisse als prinzipiell veränderbar. Sie sind so, wie sie sind, nicht notwendigerweise so. Also sie können auch anders gestaltet werden. Trotz dieser Ähnlichkeit, die es erlaubt, sowohl von der einen wie von der anderen Seite das Eingreifen in gesellschaftliche Auseinandersetzungen als Politisierung zu verstehen, steht politisches Handeln im Sinne von Arendt in einem diametralen Gegensatz zum marxistischen Verständnis. Der entscheidende Grund liegt darin, dass Hannah Arendt politisches Handeln als Gegenmodell zum zweckrationalen Handeln denkt. Ja, vielleicht noch schwerer nachvollziehbar, mit Aristoteles versteht sie politisches Handeln als eine Art Selbstzweck, als etwas, das seinen Sinn in sich selbst tragen soll. Und damit wäre ich bei einer ersten, zunächst doch eher befremdlichen Aussage von Hannah Arendt zu politischem Handeln, beziehungsweise zu ihrem Politikbegriff. Ich werde jetzt dann im Folgenden sechs solcher aufs erste recht sonderbaren und vielleicht auch Widerspruch auslösenden Momente des Verständnisses politischen Handelns bei Hannah Arendt aufzählen und sie dann im weiteren Verlauf meines Vortrags erläutern, ich hoffe so erläutern, dass man dann doch was mit anfangen kann und da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein kleiner Aha-Effekt eintritt. Also halten wir fest, der erste Punkt, politisches Handeln nach Hannah Arendt soll nicht einen außer der Politik liegenden Zweck verfolgen, sondern sein Telos in sich selbst tragen. Oder wie sie es sagt, und ist vielleicht auch besser als Telos, seinen Sinn in sich selbst tragen. Die zweite Absonderlichkeit findet sich dann gleich auf der zweiten Seite von Hannah Arendts Hauptwerk, Vita Activa. Da formuliert sie, Pluralität sei nicht nur die Conditio sine qua non, sondern die Conditio per quam des Politischen. Also für alle, die wie ich nicht Lateiner sind, übersetze ich es annähernd. Es meint, Pluralität ist nicht nur die unerlässliche Bedingung des Politischen, sondern eine Bedingung des Wozu oder Wofür des Politischen. Drittens,
Hannah Arendt will die soziale Frage aus der Politik heraushalten. Und das ist sicher auch der Punkt, der von Seiten der linken Rezeption die größten Probleme macht. Sie vertritt die befremdliche Meinung, soziale Probleme seien durch Experten zu lösen, nicht aber durch Politik. Viertens, im engen Zusammenhang damit lehnt Arendt das Mitleid als Orientierung politischen Handelns ab und polemisiert gegen Versuche, Politik zu moralisieren. Fünftens wendet sich Hannah Arendt gegen jede Art von identitärer Symbolisierung in der Politik, also Rekurse auf das Volk, aber auch auf sowas wie die öffentliche Meinung, sind ihr ein Gräuel, und sie sieht in solchen identitären Symbolisierungen eine Ursache für das Scheitern der Französischen, auch darüber hinaus eine der Wurzeln totaler Herrschaft im 20. Jahrhundert. Und sechstens schließlich, Hannah Arendt steht auch in einem gewissen Widerspruch zum Universalismus der politischen Linken. Sie plädiert für partikulare politische Institutionen. Für Vorstellungen zur Errichtung eines Weltstaats, die sie von vielen linken und liberalen Denkern immer wieder vorgetragen werden, war sie nicht zu haben. Der Schlüssel zum Verständnis dieser, kann es vielleicht mal so nennen, sechs Absonderlichkeiten ihres Begriffs politischen Handelns liegt in dem Punkt, den ich als erstes genannt habe. Das ist auch das Schwierigste und ich muss da ein bisschen grundsätzlicher oder auch philosophischer werden. Aber ich dachte auch, dass der Zweck jetzt meines Vortrags da also ganz grundsätzliche Dinge zu Hannah Arendt einzuführen. Ich glaube aber, es ist nicht so schwierig, das nachzuvollziehen. Hannah Arendt versteht Politik in der Tradition des aristotelischen Denkens als Gegenbegriff zur Herrschaft. Das ist auch was, was uns erstmal nicht einleuchtet. Für uns ist das fast synonym. Genauer unterscheidet Aristoteles zwischen einer despotischen und einer politischen Form des Regierens. Das despotische Regieren ist nach Aristoteles im Haushalt angemessen, wo der Hausherr über Ungleiche, für ihn selbstverständlich seine Frau, nicht, die ist ja nicht gleich, seine Kinder und seine Sklaven herrscht. Also ganz banal, die muss der anleiten, der muss denen sagen, was sie zu tun haben. Die politische Form des Regierens dagegen bezieht sich auf Menschen, die untereinander in einem Verhältnis der Gleichheit stehen, also auf Bürger in der Polis. Im ersten Fall benutzt der Regierende die Regierten tatsächlich in einer Art und Weise, die man mit Instrumentalisierung bezeichnen könnte. Er will seinen Willen durchsetzen, indem er andere zu einem bestimmten Handel, zu einer bestimmten Tätigkeit bringt. Wenn dies im zweiten Fall geschieht, und da das ist auch noch Aristoteles, nicht nur Arendt, aber wenn es im zweiten Fall geschieht, dann ist eigentlich das Verhältnis zwischen Gleichen und damit die politische Form des Regierens in der Polis zerstört. Wenn wir mit Arendt Politik normativ verstehen wollen, als ein Sprechen und Handeln unter Menschen, die sich als Gleiche anerkennen, wie sie es auch mal formuliert hat, dann stellt das Eindringen von Zweck-Mittel-Beziehung eine Bedrohung des Politischen dar. Wo wir im Sinne Arendts handeln, unterliegen wir zwar nicht der Notwendigkeit, wir können so oder anders handeln. Wir beginnen deshalb etwas Neues, wir bringen, wenn wir handeln, etwas in die Welt, was so vorher noch nicht da war. Dennoch aber sind wir nicht souverän in dem Sinn, dass allein unser Wille die Handlung bestimmen könnte. Zum Handeln unter Gleichen gehört, dass ich als Handelnder nie wissen kann, wie die anderen, mit denen ich spreche, die ich zu überzeugen versuche oder die ich für eine gemeinsame Aktion oder ein gemeinsames Ziel zu gewinnen trachte, auf meine Aktion reagieren. Sie können mir zustimmen, sie können mir aber auch widersprechen, sie können meine Vorschläge modifizieren, mit was ganz Drittem, mit eigenen Vorschlägen kommen und so weiter. Diese Unsicherheit oder positiv gewendet Offenheit des Handelns ist die Kehrseite
seiner herausragenden Qualität, nämlich seiner Fähigkeit, etwas Neues anzufangen. Und man kann das eine nicht ohne dem anderen haben, im Sinne von Hannah Arendt. Wer handelt, stellt nichts her, wie es ein Handwerker oder bildender Künstler tut. Wer handelt, beginnt etwas Neues in der Beziehung zu anderen Menschen. Da diese aber ebenfalls handeln, kann der Handelnde niemals von Anfang bis Ende Herr seines Tuns bleiben und verfügen, was aus seinem Handeln letztlich wird. Das ist das, was das Herstellen auszeichnet. Wenn ich einen Stuhl herstelle, dann tue ich natürlich alles, dass der am Schluss so aussieht, wie ich ihn vorhatte. Wenn er nachher bloß drei Beine hat, dann ist da was falsch gelaufen. Ne? Davon grenzt dieses Handeln eben grundsätzlich ab. Die Kehrseite der Zweck-Mittel-Relation, wenn ich sie jetzt in das Verhältnis zu anderen hineinbringe, ist Herrschaft. In zwischenmenschlichen Beziehungen kann ich einen feststehenden Zweck nur realisieren, wenn ich aus den Beziehungen zu den anderen ein Befehls-Gehorsamsverhältnis mache. Als Befehlshaber kann man Herr des Tuns bleiben, der Gehorchende ist dann aber auch nicht viel mehr als mein Mittel. Hannah Arendt sieht den Sündenfall des europäischen politischen Denkens darin, dass schon die klassischen griechischen Philosophen, allen voran Plato, versucht haben, im Bereich des politischen Handeln durch Herstellen zu ersetzen. Ich glaube, das ist soweit für uns noch ganz gut nachvollziehbar. Die Entsprechung von Herrschaft und instrumenteller Rationalität wurde auch nicht exklusiv von Hannah Arendt entdeckt. Wenn Max Weber in einer seiner berühmten Definitionen formuliert, Herrschaft sei die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen gehorsam zu finden, dann hat er diesen Zusammenhang auch schon, denke ich, auf den Punkt gebracht. Und der Herrschaftscharakter instrumenteller Vernunft wird ja nicht nur von Hannah Arendt, sondern ganz prominent, bekanntermaßen ja auch von Horkheimer, Adorno und Marcuse kritisiert. Die Kritik instrumenteller Vernunft oder um den Begriff Marcuses zu benutzen, eines technologischen A prioris unserer Zivilisation bildet, kann man glaube ich schon sagen, den Kern des Denkens der ersten Generation der Frankfurter Schule. Es dürfte von daher, denke ich, keine großen Verständnisschwierigkeiten mit sich bringen, wenn man eben bei Hannah Arendt sieht, dass sie ein Tun im Modus des Herstellens, wie sie es formuliert, von der Politik fernhalten will. Aber was soll es bedeuten, Politik als etwas zu verstehen, das seinen Sinn in sich selbst trägt? Wir verfolgen ja immer irgendwelche Ziele, wenn wir politisch handeln und wenn es nur die Verhinderung eines Bahnhofs oder sonst irgendwas ist. Wir wollen was, wenn wir politisch handeln. Arendt steht hier, denke ich, vor einem Problem, das auch die Vertreter der Frankfurter Schule nicht wirklich lösen konnten. Wenn wir die Totalisierung instrumenteller Vernunft in modernen Gesellschaften konstatieren müssen, wenn alles, einschließlich der Beziehung der Menschen zu sich selbst und zu anderen, einem technologischen A priori unterworfen ist, was bleibt dann noch als Alternative? Bei Adorno ist ja dann nur noch das Eingedenken der Natur im Subjekt und politisch scheint mir das nicht sehr ergiebig zu sein. Habermas hat daraus die Konsequenz gezogen, eine kommunikative Rationalität von der instrumentellen Rationalität zu unterscheiden. Und das ermöglicht es ihm dann, am Vernunft- und Fortschrittsbegriff festzuhalten und Fortschritt eben als sukzessive Durchsetzung kommunikativer Rationalität zu bestimmen oder neu zu bestimmen. Er bezahlt diese Innovation dann aber damit, dass bei ihm Politik letztlich ein als Erkenntnisvorgang beschriebener Prozess der Verständigung wird. Und das ist nicht die Lösung von Hannah Arendt. Aber jetzt wieder, was sollen wir uns vorstellen, wenn Arendt meint, Politik sei eine Tätigkeit oder politisches Handeln, die ihren Sinn in der Aktualität ihres Vollzugs gewinnt. Schon Aristoteles, auf den sie sich hier zweifellos bezieht, hatte Schwierigkeiten, seinen Begriff der Praxis, der so etwas auch bedeuten soll,
also sich auf Tätigkeiten bezieht, die ihren Sinn in sich selber haben, von der Poiesis, also dem Herstellen, abzugrenzen. Nachvollziehbar ist ja noch, dass das gute Leben, um das es Aristoteles geht, seinen Sinn in sich selbst hat und nicht als Mittel zu was anderem wieder eingesetzt werden kann. Dann verliert es ja irgendwo seinen Status als das gute Leben. Die weiteren konkreten Beispiele, die Aristoteles nennt für Tätigkeiten, die ihren Sinn in sich selber haben, sind recht disparat. Er führt da etwa das Spielen eines Musikinstrumentes an, das Sehen und das Denken. Bei all diesen Tätigkeiten lässt sich meines Erachtens aber auch plausibel behaupten, dass sie durchaus etwas außer ihnen Liegendes zumindest mit bezwecken können, ihr Gutes also nicht ausschließlich im Vollzug verwirklichen. Also wer ein Musikinstrument spielt, will vielleicht am Ende des Vortrags auch den Applaus des Publikums oder danach eventuell ja auch noch das Honorar aus seinem spielendes Musikinstrument. Eine naheliegende Lösung dieser Schwierigkeit, das Praktische vom Poetischen oder das Handeln vom Herstellen zu unterscheiden, liegt darin, diese Unterscheidung als analytische Differenzierung zu verstehen und damit zu sagen, dass ein und dieselbe Tätigkeit beide Elemente haben kann, also zielgerichtet sein kann zum einen und zugleich aber auch ihren Sinn in sich selber tragen kann. Hannah Arendt erweckt bisweilen den Eindruck, als würde sie da einzelne Tätigkeiten klar voneinander abgrenzen. Ich halte das aber für ein Missverstehen, vielleicht auch, kann man bei Autoren ja manchmal behaupten, dass sie ihre eigene Theorie nicht so ganz richtig verstanden haben oder missverstanden haben. Ich habe extra für den Vortrag da dann nochmal nachgeschaut, weil es wirklich auch eine der schwierigsten Dinge ist im Zusammenhang mit Hannah Arendt und habe in Was ist Politik, eine Sammlung von Fragmenten, die erst nach dem Tod veröffentlicht wurde, eine ganz interessante Stelle gefunden. Darin führt Hannah Arendt aus, dass politisches Handeln tatsächlich nicht nur einen Sinn in sich selbst habe, sondern immer auch Ziele verfolge. Wichtig ist ihr dabei dann, und das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein, der vorher sogar mir aufgefallen ist, dass sie zwischen Zwecken und Zielen unterscheidet. Und sie sagt, Ziele zeichnen sich dadurch aus, dass sie, jetzt zitiere ich sie, sich in ihrer konkreten Ausgestaltung dauernd dadurch verändern, dass mit anderen, die auch Ziele haben, verhandelt wird. Und dann formuliert sie weiter, der Sinn des Politischen, aber nicht sein Zweck, sei, dass Menschen in Freiheit jenseits von Gewalt, Zwang und Herrschaft miteinander verkehren, Gleiche mit Gleichen, die nur in Not- und Kriegszeiten sich befehlen und gehorchen, sonst aber alle Angelegenheiten durch das Miteinanderreden. Zitat Ende. Wenn ein politisches Handeln seine Ziele nicht erreiche, und Arendt meint, es erreiche sie eigentlich niemals, so sei es dennoch nicht sinnlos, weil durch das Hin- und Widerreden, das ist wieder ein Zitat, durch das Hin- und Widerreden zwischen den Menschen und den Völkern, den Staaten und Nationen, der Raum überhaupt erst erstanden und dann in der Wirklichkeit gehalten ist, in welchem alles weitere sich abspielt. Zitat Ende. Also ich interpretiere das jetzt so, dass es für die Qualifizierung eines Handelns als politisch im Sinne von Hannah Arendt genügt, wenn es a. nicht einen objektiv der Politik vorausgesetzten Zweck verfolgt, sondern sie stattdessen auf ein Ziel unter anderen möglichen Zielen richtet. Und b. wenn es in einem Modus, also auf eine Art und Weise vollzogen wird, die es erlaubt, ihm einen eigenen, einen intrinsischen Sinn zuzusprechen. Das heißt, politisches Handeln muss sich als eine von Optionalität geprägte Verkehrsform unter verschiedenen als gleiche verstehen lassen, also als Praxis. Damit haben wir jetzt aber den ersten komplizierteren Punkt hinter uns gebracht. Und ich komme zum zweiten Punkt, dem mit der Pluralität. Pluralität ist also nach Arendt nicht nur in modern ausdifferenzierten Gesellschaften eine nicht aus der Welt zu schaffende Voraussetzung der Politik.
sondern der Sinn politischen Handelns soll darin liegen, die Pluralität von Menschen und Gruppen in Erscheinung treten zu lassen, also sie sichtbar zu machen und mit ihr umzugehen. Arendt argumentiert über weite Strecken ihres Hauptwerks so, als wäre dies für den einzelnen Menschen möglich. Also als würden wir als Individuen, wenn wir politisch handeln, personal in Erscheinung treten, uns anderen offenbaren und überhaupt erst sichtbar machen, wer wir eigentlich sind durch das, was wir tun. Ihr Ideal scheint das amerikanische Town Hall Meeting zu sein oder andere ähnliche Handlungszusammenhänge, in denen die beteiligten Personen sich im Handeln und Sprechen enthüllen können, wie sie da an der Stelle auch schreibt. Das erwartet sie übrigens auch von den Räten. Sie war ja eine große Befürworterin von Rätestrukturen. Wie Kretschmann. Sprechend und handelnd. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich ja mal zu reden, könnte man in seiner Vergangenheit vielleicht was finden. Also sprechend und handelnd unterscheiden sich Menschen aktiv voneinander. Das ist der Gedanke, den ich da habe. Solange wir nichts tun, solange wir nichts sagen, unterscheiden wir uns nicht von anderen, werden wir auch als der oder die, die wir sind, gar nicht sichtbar. Also erst indem wir handeln und als Verschiedene unter anderem irgendwie tätig sind, können wir uns persönlich, wir würden vielleicht sagen, sie sagt, wir uns auch sichtbar machen, auch hervortreten. Ich wollte das fast sagen, verwirklichen, das ist ein kritischer Begriff im Zusammenhang mit einer Art. Sie sagt, man kann nur so seine personale Einzigartigkeit offenbaren. Dann scheint das für Politik, wie wir sie kennen, ziemlich hochgelegt. Aber es leuchtet vielleicht doch ein, wenn wir es zu der Aussage umformulieren, dass wir eben erst in der Auseinandersetzung über oder der Stellungnahme zu offenen, nicht objektiv entscheidbaren und deshalb eben politischen Fragen als diejenigen, die wir sind, sichtbar werden für unser Umfeld. Und da kann man Politik sicher auch etwas weiter fassen, man muss nicht nur an die hohe Politik denken, sondern bei allem, was wir in Zusammenhang mit anderen diskutieren und entscheiden müssen, ist das ja der Fall. Und es ist, glaube ich, vor allem nicht nur in Form der Versammlungsdemokratie der Fall, denn dort reden, das ist jedenfalls meine Erfahrung, in der Regel nur die üblichen Verdächtigen. Ich würde sagen, das, wie Sie sich Politik vorstellt oder was Sie da in dieser personalen Dimension vielleicht auch ein Stück weit idealisiert, das ist eher im Freundeskreis und in kleineren Gruppen der Fall. Eben immer dort, wo man sich mit anderen auseinandersetzt und gezwungen ist, sich über was ein Urteil zu bilden. Man kann es aber natürlich auch, wenn man von dieser personalen Seite ein bisschen abstrahiert, auf Politik insgesamt beziehen und sagen, dass der Sinn von Politik das ist, verschiedene Interessen und verschiedene grundsätzlich divergierende Meinungen erscheinen zu lassen und sichtbar zu machen. Nun zum dritten Charakteristikum. Arendt versucht, die soziale Frage aus dem Politischen auszugrenzen und als etwas Vorpolitisches zu verstehen. Ich sagte ja eingangs schon, das ist sicher der Punkt, der unter linken Lesern Hannah Arendt die größten Probleme verursacht. In einem Interview hat sie mal formuliert, dass wenn Wohnungsnot herrsche, eben Wohnungen gebaut werden müssten. Fällt mir jetzt spontan die Angela Merkel ein und sie sagt, wir schaffen das mit den Flüchtlingen. Ich sage, müssen wir nur Geld in die Hand nehmen und entsprechend halt dann die Voraussetzungen schaffen. Oder wie sie sagt, wenn Wohnungsnot herrsche, dann müssen eben Wohnungen gebaut werden und das ist eine Aufgabe für Experten und für die Verwaltung, aber keine Politik im eigentlichen Sinn. Die Beweggründe Arendts für diese Haltung sind nach dem, was ich über Politik Begriff gesagt habe, glaube ich, leicht zu erläutern und nachvollziehbar, auch wenn ich ihre Position für falsch halte. Arendt entwickelt ihre Grenzziehung zwischen dem Politischen und dem Sozialen in ihrem Revolutionsbuch in einem Vergleich zwischen der französischen und der amerikanischen Revolution. Die französische Revolution ist aus ihrer Sicht gescheitert. Sie führte zur Schreckensherrschaft der Jakobiner und danach zur Diktatur Napoleons. In der amerikanischen Revolution dagegen gelang es,
eine demokratische Republik zu gründen und bei aller Kritik im Einzelnen, die Arendt dann vor allem auch während der 60er und 70er Jahre an der amerikanischen Republik geübt hat, konnten die amerikanischen Revolutionäre sich eben nicht nur von Fremdherrschaft befreien, sondern eine institutionelle Ordnung schaffen, die politische Freiheit ermöglichte. Das ist der Punkt, um den es hier da geht. Nun aber, warum misslang dies in Frankreich? Die einfache Antwort Arendts lautet, die französische Revolution sei gescheitert, weil durch die Armut der städtischen Massen die Notwendigkeit auf dem Schauplatz der Politik erschienen sei, so formuliert sie es. Und die Freiheit unter sich begraben habe. Ob dies jetzt historisch so zutrifft oder nicht, braucht uns, glaube ich, nicht zu interessieren. Es ist klar, dass hinter Arendts Sichtweise die totalitäre Erfahrung des 20. Jahrhunderts steht, die Arendt ja auch als Unterordnung der Politik unter vermeintliche Notwendigkeiten, also die Gesetze des historischen Fortschritts im sowjetischen Fall oder eben die Notwendigkeit des Rassenkampfes im faschistischen oder nationalsozialistischen Fall versteht. Der Punkt ist, Armut macht sich quasi als Naturmacht geltend aus Sicht Arendt. Sie verlangt mit Notwendigkeit nach Lösungen, also nach einer Beseitigung des Elends und Hungers. Und der entscheidende Begriff, um den sie geht, ist der der Notwendigkeit. Dazu vielleicht mal zwei Zitate. Wo immer die Lebensnotwendigkeiten sich in ihrer elementar zwingenden Gewalt zur Geltung bringen, ist es um die Freiheit einer von Menschen erstellten Welt geschehen. Und ebenfalls in Über die Revolution sagt sie, die Notwendigkeit, die drängende Not des Volkes, ließ den Terror los und vernichtete die Revolution. Arendts Verdikt gegen das Soziale wird meines Erachtens jedoch gegenstandslos, sobald wir es nicht weiter als einen quasi naturhaften Bereich der Notwendigkeit verstehen. Um bei dem von ihr selbst ja erwähnten Beispiel des Wohnungsbaus zu bleiben, Wohnungsbau ist eine eminent politische Angelegenheit und ich kann mir wenige Themen vorstellen, in denen es kontroverser zugeht als bei Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Also das Problem mit dieser Position Arendts liegt meines Erachtens nach darin, dass sie selbst die soziale Frage naturalisiert. Als wäre das ein Naturphänomen, das Notwendigkeiten hervorbringt, denen wir uns nicht entziehen können. Nicht nur der Wohnungsbau, sondern ich würde behaupten auch Armut, jedenfalls die Form von Armut, mit denen wir es in entwickelten Ländern zu tun haben, sind ein hochpolitisches Thema. Schon die Frage, was überhaupt Armut ist, ist ja hoch umstritten und damit auch in der Definition von Hannah Arendt politisch. Nicht ist das ein bestimmtes Einkommen, müssen wir da qualitative Kriterien hinzuziehen und so weiter. Da sind wir schon in der politischen Diskussion, wenn es um Armut geht. Also, Sie sehen, da glaube ich, müsste man Arendts Verständnis revidieren, allerdings beibehalten, dass die Unterordnung von Politik und der Notwendigkeit Freiheit zerstört. Darin, denke ich, hat sie recht. Jetzt komme ich zum vierten Punkt. Was kann man denn gegen Mitleid als orientierenden Kompass des politischen Handelns haben? Sie ahnen es jetzt ja vielleicht schon, das Mitleid, das Robespierre und vor ihm schon Rousseau in die moderne Politik brachten, impliziert eine Moralisierung politischer Fragen, die eine Pluralität von Standpunkten und Meinungen nicht mehr zulassen kann und dadurch den politischen Raum zu zerstören droht. Arendt expliziert dies auch am Fall Robespierres, der das Mitleid mit dem einfachen Volk und seiner Not zur politischen Kardinaltugend erklärte. Ich denke aber, ein ähnliches Phänomen lässt sich auch immer wieder in aktuellen politischen Diskussionen beobachten, etwa in denen zur Flüchtlingsfrage. Mitleid scheint sich leicht mit einer Moralisierung zu verbinden, die entgegenstehende Standpunkte dann als grundsätzlich illegitim klassifiziert. In Arendts Kritik am Mitleid steckt aber noch mehr, was auch nicht ohne aktuelle Bezüge ist. Arendt bezeichnet das Mitleid als ein in sich selbst reflektiertes und daher der Sentimentalität ausgesetztes Gefühl.
Sie meint damit, dass es dem Mitleidenden oft weniger um das Objekt seines Gefühls als vielmehr um das Gefühl selbst, eigene Person geht. Das ist meines Erachtens so zu verstehen, dass eine von Mitleid bestimmte Politik eine identitätsbezogene Politik ist. Sie dient unter Umständen mehr der Selbstrechtfertigung der eigenen Person und der Abgrenzung gegenüber anderen als demjenigen, auf den sie sich richtet. Und noch ein drittes scheint in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Arendt bezeichnet das Mitleid als maßlos und formuliert, diese Maßlosigkeit führe zur Widerrechtlichkeit, das alles ist erlaubt, die dann dem Gesetz Erbarmungslosigkeit vorwerfe. Jetzt wieder ein Zitat. Dass das Gesetz Erbarmen nicht kennt, wer wollte es leugnen? Nur darf man darüber nicht vergessen, dass es immer die brutale Gewalt ist, die sich an die Stelle des Gesetzes setzt. Ganz gleich, aus welchem Grunde Menschen es abschaffen. Zitat Ende, auch aus Über die Revolution. Gegenüber dem Mitleid präferiert Hannah Arendt die Solidarität. Und sie formuliert die Solidarität Sinne darauf, in abwägender Freiheit von Gefühl wie Leidenschaft eine dauerhafte Interessengemeinschaft mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten zu etablieren. Und damit kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, oder sogar zwei weitere, ne? Die Solidarität ist vernunftorientierter, das zieht Arendt dem Gefühl des Mitleids vor. Aber Solidarität als Handlungsprinzip hat auch eine gewisse Nähe zur Gleichheit. Während Mitleid eine Distanz zwischen dem Mitleidenden und dem Bemitleidenden ja gar nicht aufhebt, sondern unter Umständen noch dramatisiert, kann Solidarität, zumindest behauptet Arendt dies, eine Gemeinschaft zwischen Gleichen stiften. Jetzt zum fünften Punkt. Ich sagte eingangs, dass Arendt sich gegen identitäre Symbolisierungen in der Politik wendet. Zur marxistischen Vorstellung von Politisierung gehört es, den Adressaten ihre gemeinsamen Interessen bewusst zu machen und sie zu einem handlungsfähigen Kollektiv zu vereinheitlichen. Die berühmte Parole Proletarier aller Länder, vereinigt euch, bringt das ja ganz gut auf den Punkt. Auch soziale Bewegungen neueren Datums zielen in der Regel auf die Schaffung eines starken Wir-Gefühls oder einer kollektiven Identität, die meist ja auch durch Abgrenzung gegenüber anderen oder poststrukturalistische Theorien, wenn wir sagen, einen konstitutiven anderen erreicht wird. Das ist der Fall, wenn man an die Parole Wir sind die 99% denkt. Nicht? Das ist auch eine kollektive Identität gegenüber dem 1% der anderen oder auch Frauen gemeinsam gestartet oder was auch immer sich da als Beispiele denken könnte. Ein solcher Identitätsbezug ist vielleicht ja auch für soziale Bewegungen unverzichtbar. Vielleicht brauchen sie das tatsächlich, aber auf Arendt kann man sich, denke ich, nicht berufen, wenn man daran anknüpfend die Unmittelbarkeit und den nicht entfremdeten Charakter solcher Bewegungen feiern will. Der Aufstieg von Bewegungen auf Kosten von Interessenorganisationen und Parteien gehört für Arendt zur Vorgeschichte des Faschismus. Der Grund, den sie dafür angibt, ist der, dass Bewegungen, die mit politischen Gegnern geteilte Welt des Rechts und der Institutionen im Namen eines höheren Ziels oder einer tieferen Gemeinsamkeit untergraben und zu zerstören drohen. Also allen, die Hannah Arendt als Zeugin für die Idealisierung von sozialen Bewegungen ins Feld führen wollen, rate ich sehr, mal die entsprechenden Kapitel zur Bewegung in ihrem Totalitarismusbuch anzuschauen. Sie ist da sehr, sehr skeptisch, vor allem wegen dieser Formlosigkeit von Bewegung und wegen ihres identitären oder auf Identität bezogenen Charakters. Hannah Arendts Diagnose, ihre kritische Diagnose moderner Gesellschaften lautet nämlich anders als beim Marxismus nicht Selbstentfremdung, sondern Weltentfremdung. Ihre Lösung liegt deshalb auch nicht in einer neuen Einheit von Individuum und Gemeinschaft, so wie man das etwa bei Marx in den Frühschriften in sehr beeindruckender Form finden kann. Nicht beeindruckend, heute noch, wenn ich es mit meinen Studierenden lese,
Aber diese Perspektive, dass es wieder eine unmittelbare, erfahrbare Einheit von Individuum und Gemeinschaft geben könne, die Aufhebung des Privateigentums und in der neuen sozialistischen Gesellschaft, das ist etwas, was Adam nicht mitgibt. Sondern ganz im Gegenteil. Sie möchte, dass wir in einer Welt leben, in der wir als Verschiedene leben und uns miteinander als Verschiedene auf zivilisierte, sage ich jetzt mal in meinen Worten, auf zivilisierte Art und Weise auseinandersetzen. Und dazu braucht es Vermittlungen und politische Institutionen. Dann komme ich jetzt schon zum letzten, zum sechsten Punkt, weil das, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Das ist auch einer der schwierigen, zumindest aus einer linken Perspektive, schwierigen Punkte. Da waren wir im Vortrag gestern schon dran, wir haben gesehen, dass es da so keine einfache Lösung gibt, auch nicht aus Sicht Arendt. Arendt warnt vor einem Weltstaat. Diese Aussage ist in einem zweifachen Sinn schwierig. Einmal hinsichtlich der Interpretation Arendts, weil sie in dieser Frage widersprüchlicher ist als in anderen. Also da kann man unterschiedliche Textstellen finden und sich dann streiten und so. Bei ihrer Ablehnung der sozialen Frage, versucht die aus der Politik auszugrenzen, ist ziemlich eindeutig, was sie da gesagt hat. Hier ist es schwieriger. Es ist aber auch schwieriger, weil, als von Arendt abgesehen, wir heute in einer ökonomisch globalisierten Welt leben, in der so recht deutlich ist, wie die Vorstellung Arendts von einer demokratischen Republik noch verwirklicht werden könnte. Aber jetzt zunächst mal zur Frage, was ist eigentlich von Arendt aus gesehen problematisch an einem Weltstaat? Sie formuliert da eigentlich in ziemlich deutlichen Worten, der Weltstaat wäre die furchtbarste Form der Tyrannis, wenn er effektiv allen Arten von Politik, wie wir sie kennen, ein Ende machen würde. Politik und alle Begriffe, die aus diesem Bereich erwachsen, setzen Pluralität, Unterschiedenheit und gegenseitige Begrenzung voraus. Das aus einer Rede von ihr, Karl Jaspers, Bürger der Welt. Nun ist Arendt andererseits aber auch keine Verteidigerin des Nationalstaats. So wie es heute ja wieder einige Linke, auch marxistische Autoren geworden sind, weil sie meinen, nur der Nationalstaat sei in der Lage, den kapitalistischen Verwertungsprozess einzuhegen und durch die Ressource der Solidarität sozialstaatlich abzufedern. Nach Arendt hat der europäische auf Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftlicher Pluralität gründende Nationalstaat sich schon im 19. Jahrhundert durch Imperialismus, Antisemitismus und die völkischen Panbewegungen selbst zerstört und dann vollends in der Zwischenkriegszeit. Dennoch ist sie der Meinung, dass allenfalls die Philosophie eine Vorstellung von der Menschheit in ihrer Gesamtheit entwickeln könne. Die Politik aber habe es, jetzt kommt wieder ein Zitat, mit Menschen im Plural und nicht mit einem Menschengeschlecht oder dem Menschen überhaupt zu tun. Und diese Menschen sind Bürger vieler Nationen und Erbe vieler Vergangenheiten. Sie leben innerhalb des innerhalb des positiven Rechts und ihre Gesetze sind die festen Gehege, welche den Raum, in dem Freiheit kein Begriff und keine Vorstellung, sondern eine lebendige politische Realität ist, einschließen, ihn schützen und abgrenzen. Aus derselben Rede. Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist es nicht so einfach, der ökonomischen Globalisierung politisch zu folgen und in einem ersten Schritt vielleicht die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen und im nächsten Schritt die UNO zu reformieren und sowas wie einen Weltstaat hervorzubringen. Das waren ja Vorstellungen, die in den 90er Jahren in dieser Euphorie nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus zumindest in der Politikwissenschaft und in Teilen auch der Publizistik eine große Rolle gespielt haben. Nach Arendt dürften Schritte in dieser Richtung eher zu einer weiteren Entpolitisierung und Ökonomisierung unserer Welt führen, einfach weil entscheidende Voraussetzungen für politisches Handeln fehlen. Also rechtliche, institutionelle, aber auch historische und kulturelle Voraussetzungen dafür, dass Menschen untereinander sich politisch auseinandersetzen können. Auch Solidarität und Verantwortung, nach Arendt notwendige Momente des politischen Handelns, lassen sich nicht willkürlich verordnen oder moralisch
ableiten. Da können Sie philosophisch noch so zwingend ableiten, dass das im Weltmaßstab gelten solle. Damit ist politisch noch nicht sehr viel gewonnen. Gut, ich komme zum Schluss. Ich hoffe, es ist etwas klarer geworden, was Politik und politisches Handeln für Arendt bedeutet. Die Präferenz im Titel meines Vortrags habe ich jetzt aber noch nicht so ganz begründet, ich weiß nicht, explizit ausgeführt. Deshalb zum Schluss nochmal ganz kurz. Arendt widerruft jede Perspektive einer Aufhebung des Politischen, sei es in der kommunistischen Vision der endgültigen Überwindung gesellschaftlicher Antagonismen und menschlicher Selbstentfremdung, sei es in der Vision einer wie auch immer begründeten Volksgemeinschaft. Sie gibt dem Phänomen des Politischen einen eigenen, ungewöhnlich hohen Wert. Die Politik und damit eben auch der politische Konflikt ist für Arendt das hier im Diesseits zu realisierende Reich der Freiheit. Keine Utopie, sondern die in einer republikanischen Ordnung gesetzlich und institutionell zu schützende Möglichkeit des politischen Handelns. Gut, soweit. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Winfried Haar. Wir haben jetzt circa eine Dreiviertelstunde Zeit für eine Diskussion. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Ja, Winfried, vielen Dank. Also gerade die Unterscheidung, glaube ich, zwischen Zwecke und Ziele des Handelns ist eine sehr instruktive Zuspitzung, die du da gemacht hast. Also das möchte einen winzig kleinen Kommentar zu einer Sache. Ich glaube, aber es wird uns zu weit wegführen. Ich habe gestern versucht, deutlich zu machen, dass der Herrschaftsbegriff bei Arendt eben keiner ist, der in der Tradition der Befehlsgehorsamsrelation eingebettet ist. Das ist ein anderes Selbstverständnis ist als bei von Hobbes bis Weber. Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass Arendt nicht in die bewusstseinsphilosophische Tradition einzuordnen ist, auf der quasi diese Vorstellung von Herrschaft basiert. Aber das wäre jetzt, das würde jetzt, glaube ich, zu weit wegführen. Aber ein anderer Punkt ist zu deinem Punkt E mit dieser identitären Symbolisierung. Du hast natürlich vollkommen recht, dass Arendt durch die Sozialisierung in der Weimarer Republik und vor allem Element und Ursprung totaler Herrschaft sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen Bewegungen ist. Heute würde man sagen, gegenüber populistischen Bewegungen, die mit Sprachbildern von Absolutheit, von Ganzheitlichkeit, von Totalität auftreten. Sie formuliert das so, das sind so allgemeinste Parolen, die gar nicht auf eine konkrete politische Situation mehr bezogen sind, sondern nur auf eine große historische Stimmung irgendwie ansprechen. So. Ganz klar, also diese Arten von Bewegungen sind nicht nur, was ihren Effekt angeht, ordnungsgefährdend, sie sind auch von der inneren Struktur her antipolitisch. So, das Politische zerstören. Von ihrem auch. Gleichzeitig aber gibt es natürlich bei Arendt viele Stellen, wo sie sich auf andere Formen von Bewegungen bezieht. Also beispielsweise zivile Ungehorsam der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die Studierendenbewegungen, vor allem am Anfang in Amerika, auf die sie sich in einem positiven Sinne bezieht. Also das heißt, politische Bewegungen, die versuchen im Inneren, durch die Praktiken, die sie organisieren, gerade dem Raum zu geben, was sie eben hochhält. Gleichheitserfahrung, politische Expressivität, die Vorstellung, sozusagen, dass man die Dinge gestalten kann und so weiter. Also dass dort durchaus der Ort sein kann, innerhalb von Bewegungen, in denen das Politische auch nicht exklusiv, aber auch beheimatet ist. Von daher würde ich an dieser Stelle das so ein bisschen, also ein bisschen einschränken, die Aussage. Gott.
ich habe jetzt noch keine Wortmeldung, da kann ich direkt darauf antworten. Ich glaube, dass ich da keinen Widerspruch sehe, sondern würde es mal als vielleicht nötige Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe, auffassen. Und zwar deshalb, weil Hannah Arendt gerade auch in ihren Äußerungen zu diesen Bewegungen sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die nicht dass zumindest diese selbstreflexive Dimension da nicht im Vordergrund steht. Also die entscheidende Schrift da, denke ich, ist das, was sie über zivile Ungehorsam geschrieben hat. Übrigens, glaube ich, der beste Einstieg, um sich mal mit dem Denken Hannah Arendts vertraut zu machen. Man wird nicht ohne weiteres da das Revolutionsbuch oder Vita Activa nehmen und die paar hundert Seiten da sich zu Gemüte führen. Die Schrift zum zivilen Ungehorsam, 20, 30 Seiten, ne, liest sich sehr leicht und daran Grundzüge ihres Denkens auch deutlich. Und da wendet sie sich unter anderem gegen die Interpretation des zivilen Ungehorsams nach dem Muster der Gewissensentscheidung. Und warum? Was hat die dagegen, dass Menschen aus ihrem Gewissen heraus sich einer bestimmten Politik widersetzen und auch aus ihrem Gewissen heraus Rechtsnormen verletzen, also Rechtsverstöße auf sich nehmen? Arendt meint, dass ein richtig verstandener ziviler Ungehorsam sich eben nicht in so einer Art Gesinnungsethik auf das eigene Gewissen richtet und auf Selbstrechtfertigung bezogen ist, denn das ist es ja. Jemand, der im strikten Sinn das so macht, Beispiel Kriegsdienstverweigerer, nicht so wie man das ja jahrzehntelang von Kriegsdienstverweigerern verlangt hat, der argumentiert, eine bestimmte Handlung oder auch etwas, was der Staat tut, ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar, deshalb muss ich mich dem widersetzen. Und das ist aber auch der Sinn des Ganzen, dass man sich dem individuell widersetzt und damit sozusagen den Imperativen seines Gewissens gehorcht. Ein richtig verstandener ziviler Ungehorsam im Sinne von Hannah Arendt aber ist einer, der sich an die Öffentlichkeit richtet und etwas zur Diskussion stellt in dieser Öffentlichkeit. In den Beispielen, um die es da ja ging, historisch bei der Bürgerrechtsbewegung, interpretiert sie das ja so, dass die Bürgerrechtsbewegung auf bestimmte Versprechen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der amerikanischen Verfassung rekurriert und sagt, die werden in unseren Verhältnissen nicht eingehalten oder mit Füßen getreten, wenn man an die Rassentrennung denkt. Und um das zu dokumentieren, übe ich jetzt zivilen Ungehorsam. Ja, das ist was anderes. Da ist der zivile Ungehorsam eine politische Aktion, die sich an andere, an ein größeres Publikum, an eine Öffentlichkeit richtet. Und das wäre, glaube ich, auch ein Kriterium, nachdem man soziale Bewegungen unter anderem, nicht das Einzige, aber nachdem man soziale Bewegungen jetzt im Sinne von Hannah Arendt sich anschauen müsste, um sich ein Urteil darüber zu bilden, sind die in erster Linie so selbstbezogen und darauf aus, eben eine eigene kollektive Identität zu schaffen, oder richten die sich an andere mit dem Ziel, einen im Endeffekt offenen politischen Prozess anzustoßen? Das setzt ja auch die Bereitschaft voraus, sich dann auseinanderzusetzen. Gestern hast du kurz auf Pegida Bezug genommen. Bei Pegida kann man sagen, weiß ich nicht, ob man das so sieht, ne? Oder ob es da nicht erstmal darum geht, eine kann ja völlig verstandene Identität zu bestätigen. Ja? Gegen all diejenigen, die dem im Wege stehen oder so. Michael Barth. Also, das mit sozialer Revolution, politischer Revolution, das ist ja so ein bisschen ein Knackpunkt auch von ihrer politischen Philosophie. Und ich denke, man muss das genauso analytisch lesen, also wie Sie vorgeschlagen haben, die Unterscheidung von Handeln und Herstellen analytisch zu lesen. Jede Revolution muss diese beiden Aspekte haben, eine soziale Revolution und eine politische Revolution zu sein. Das lässt sich paradigmatisch an der amerikanischen Revolution erläutern, weil da gab es erst die Unabhängigkeitserklärung, also sozusagen die Ablösung von England und dann mit der Verfassungsgebung den Akt der Gründung in Freiheit. Ja, und diese beiden Momente thematisiert sie ja auch in der Einleitung von dem Revolutionsbuch
dass eine Revolution genau diese beiden Komponenten haben muss, Befreiung von etwas und Gründen in Freiheit. Das lässt sich an der französischen Revolution so nicht zeigen. Bei der amerikanischen ist es ganz deutlich. Es wird vielleicht, wenn man die Übersetzungen der Präambel der amerikanischen Verfassung betrachtet, deutlicher, was die Effekte sind. Die Präambel fängt an, we the people, wir die Leute geben uns im Folgenden diese und jene Gesetze. In der französischen Übersetzung ist es le corps nation, also es kommt ein Staatszentrismus rein. In der deutschen Übersetzung heißt es wir das Volk. Und da kommt dieser, also Volk wurde damals eben noch als Abstammungsgemeinschaft gedacht. Das sind sozusagen in der Perspektive der Gründung in Freiheit mit dem Staatszentrismus die fatalen Folgen des Revolutionsdenkens, die sich dann in der russischen Revolution unter anderem gezeigt haben. Die ist ja nach dem Modell der französischen Revolution gedacht worden. Das Völkische kommt dann eben mit dem Nationalsozialismus letztendlich in seiner Problematik zum Vorschein. Und das, was die amerikanische Verfassung auszeichnet und was für Arendt auch wichtig gewesen ist, dass sie mit der Rede von den Leuten eine politische Akteursgruppe in den Blickpunkt gefunden hat, die keine geschlossene Gruppe darstellt. Die Leute, die sich die amerikanische Verfassung gegeben haben, das waren selbstverständlich nur Männer gewesen aus der protestantischen evangelikalen Tradition. Und es war möglich gewesen, ohne an der Präambel etwas zu verändern, dass die Frauen mit dazugekommen sind, dass die ehemaligen Sklaven und deren Nachfahren dazugekommen sind, sodass diese Akteursgruppe sozusagen eine ganz andere Dynamik entwickeln kann als so ein staatszentristisches Denken oder so ein völkisches Denken. Und da wird es dann spannend, sozusagen das Revolutionsbuch von Arendt zu rekonstruieren. Das ist nicht ein Ausspielen der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution ist, sondern sie versucht sozusagen idealtypisch die beiden Momente zu erfassen, die notwendig sind, um von Revolution reden zu können, ohne in eine völkische, faschistische Prozess abzugleiten und ohne sozusagen in den Staatszentrismus, der im kommunistischen Verständnis dominiert gewesen ist. Okay, ich habe eigentlich zwei Bemerkungen, aber ich wollte dazu ganz kurz was sagen. Ich finde es total richtig, dass man auch die politischen Aspekte aus diesem Revolutionsbuch hervorhebt. Aber der Gegensatz zwischen der französischen und amerikanischen Revolution wird von mir schon so gemacht, dass sie sagt, in Amerika hatten wir relativ gleichheitliche gesellschaftliche Verhältnisse. Das waren alle Farmer, die haben zum Teil Sklaven gehalten und insofern waren sie sich relativ gleich und gleich das Politische. Und in Frankreich hatten wir diese schrecklichen sozialen Ungleichheiten. Und das hat die französische Revolution ins Unglück getrieben. Also ich glaube, das sagt sie schon. Aber ich wollte noch zwei andere Sachen sagen, die sich dann auch zu einer Frage verdichten. Ich fand es total toll, wie Sie Arendt rekonstruiert haben und auch gerade auf den Kern Ihres politischen Denkens. Ich habe nur noch nicht verstanden, warum das dann attraktiv sein soll. Weil ich das Gefühl habe, es hat mit dem, was wir normal Politik nennen, so gut wie nichts zu tun. Also ich fand, es hat viel eher mit dem zu tun, was Sie als Selbstzweck dann geschildert haben. Freies Spiel, gemeinsam musizieren, spazieren gehen, Freundschaft und Liebe und so. Da würde ich sagen, das ist selbstzweckhaftes Handeln. Und das ist total attraktiv, aber wie gesagt, es ist irgendwie nicht so. Ich fand dann die zweite Bemerkung, dass Sie bei Marx eine Sache total übersprungen haben oder nur ganz am Ende genannt haben, nämlich diese Utopie, dass das Politische als solches überwunden werden kann. Also diese Idee, eigentlich das, was wir heute Politik nennen, ist ein Teil der Gesellschaft, hat Zwangsmittel in der Hand und herrscht damit über den anderen Teil der Gesellschaft. Und damit meint er wirklich den Staat, nicht einfach die bürgerliche Klasse, sondern die Zwangsmittel sind konzentriert und Entscheidungen werden mit Zwang und Gewalt durchgeführt. Und Marx sagt, es ist möglich, dass Menschen zusammenleben. Man kann sich das vorstellen ohne diese Zwangsinstanz, über allen anderen. Und diese Utopie, ich finde, da muss man zumindest drüber diskutieren, wenn man über Politik diskutiert. Also man kann ja sagen, das ist total weltfremd und so weiter. Aber ich fände es interessant,
Und zwar besonders deswegen finde ich es interessant, weil ich glaube, dass erst nachdem Politik in diesem Maßstab abgeschafft ist, dieses ganze freie Spiel von Arendt hinzugekommen hat. Also ich glaube, das ist irgendwie, wie schildert eigentlich die Utopie einer Gesellschaft nach der Marxischen Revolution? Dann kann man das alles machen, freie Selbstentfaltung, Individualität, Pluralität und so weiter. Aber irgendwie davor, würde ich sagen, ist zumindest im politischen Raum stark eingeschränkt. Das muss ich vielleicht auch gleich antworten und gehe zuerst auf Sie ein und dann auf den ersten Beitrag. Das ist natürlich für meinen Vortrag ziemlich fatale Reaktion, wenn ich sage, ich mache nicht klar, was da dran attraktiv sein soll. Ja? Attraktiv ist natürlich das, dass Politik eine Art Umgangsform zwischen Menschen ist, die erstrebenswert ist. Nicht, dass wir uns über offene Fragen, Fragen, die in der Art unseres Zusammenlebens kontrovers sind, aber entschieden werden müssen, so entscheiden, dass wir als Gleiche miteinander dabei verkehren. Das ist das Attraktive dran. Wenn man sagt, das ist nichts, was mit Politik zu tun hat, dann gut. Wenn man was Sie gesagt haben, verkürzt Politik auf den Herrschaftsaspekt. Das ist eine ganz alte Tradition im Denken und finde vor allem auch im deutschen politischen Denken, dass man Politik auf Herrschaft verkürzt. Und Hannah Arendts ganzes Werk, glaube ich, kann man auch als Polemik gegen diese vorherrschende Tendenz des politischen Denkens verstehen. Das ist genau das, wogegen sie sich richtet. Sie will eine Art des Zusammenlebens, mit dem, was sie Politik nennt oder was sie darunter versteht, will sie eine Art des Zusammenlebens, in dem wir uns tatsächlich als Gleiche über die gemeinsamen Dinge auseinandersetzen und zu Entscheidungen kommen. Und das ist für sie dann nicht mehr herrschaftlich. Natürlich gibt es dann immer noch eine Minderheit, die bestimmt ist und die Entscheidung der Mehrheit akzeptieren muss, bis zumindest auf Weiteres und sie vielleicht dann irgendwann selber zur Mehrheit wird. Aber das ist eine Verkehrsform, um die es ihr geht. Eine Art des Zusammenlebens. Und das hat der Marxismus, um jetzt zu dem, was Sie auch gesagt haben, eben überhaupt nicht mit erfasst, nicht, dass politische Demokratie diese Dimension hat, sondern, und das kann man schon beim frühen Marx sehen, für ihn ist die politische Demokratie eine Welt des Scheins gegenüber der Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Die Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft ist gekennzeichnet durch Ungleichheit, durch Ausbeutung, durch Unterdrückung. Und darüber erhebt sich der Überbau der politischen Demokratie. Und deshalb sagt er ja dann, in dieser Schrift zur Judenfrage, die politische Emanzipation ist nicht gleichbedeutend mit der menschlichen Emanzipation. Die menschliche Emanzipation erreichen wir erst, wenn wir die gesellschaftlichen Grundlagen umwälzen und da wird es dann eben problematisch, zu einer Gesellschaft kommen, in der der Einzelne unmittelbar in seinem Alltagsleben auch gesellschaftliches Wesen ist, in dem Individuum und Gemeinschaft zusammenfallen. Und das ist nach allen Erfahrungen, die man im 20. Jahrhundert machen konnte, eine ungeheuer regressive Utopie. Und ich würde heute auch sagen, da habe ich schon in den 70er Jahren sozusagen einen Bruch mit dem Marxismus vollzogen, das ist eine Utopie, die ins Unheil führt. Und damit, glaube ich, muss man brechen. Wir müssen damit leben, dass wir auch nach einer sozialen Revolution in Verhältnissen leben, in denen wir miteinander Konflikte haben und in denen wir Auseinandersetzungen führen müssen. Egal wie die Eigentumsverhältnisse im Einzelnen geregelt sind. Da kann ich mir auch eine Gesellschaft vorstellen, in der es da gerechter zugeht als in der heutigen. Aber es wird nie eine Gesellschaft geben, in der wir nicht uns miteinander streiten werden um Dinge, die zu regeln sind, gemeinschaftlich. Ne? Und dann ist eben die Frage, wie tun wir das? Und da setzt Hannah Arendts Politikbegriff ein. Das tun wir auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist das, was sie dann unter Freiheit versteht. Nicht, dass wir Freiheit sein heißt für Arendt, ja, das habe ich nur am Rande mal kurz erwähnt in diesem Vortrag. Freiheit bedeutet ja für sie, dass wir nicht souverän sind über das, was wir tun und bestimmen mit unserem Willen, was wir tun, sondern frei sein heißt, in einer bestimmten Art und Weise mit anderen zusammenleben. Die ganze Tradition des Freiheitsbegriffs im abendländischen Denken ist nach Arendt ja verhängnisvollerweise an den Souveränitätsbegriff gebunden. Und dann heißt frei sein, den eigenen Willen verwirklichen. Das kann man aber nicht in einer Gesellschaft, in der es Pluralität gibt. Oder nur einer kann es und die anderen müssen dann seinen Willen ausführen. Also muss ich eine Form des Zusammenlebens finden, in der sich die
Beteiligten auf der Ebene der Gleichheit miteinander auseinandersetzen können. Und das ist für sie Politik. Das war ein bisschen frei formuliert, nicht? Und vielleicht nicht in allen Begrifflichkeiten völlig korrekt, aber ich glaube, das ist der zentrale Gedanke, den sie da hat. Und dann noch zu Ihrem Punkt, also da stimme ich weitgehend überein. Ich würde allerdings sagen, es ist nicht so sehr das Staatszentrierte, was da bei ihr das Problem ist, sondern eine bestimmte Art von Staatszentrierung. Dass, also, Sie haben ganz zu Recht auf diese grundlegende Unterscheidung verwiesen, die habe ich da weggelassen in meinem Vortrag, zwischen Befreiung und Freiheit. Und Arendt sagt an mehreren Stellen, dass man das nicht verwechseln darf. Befreiung ist ein Akt, in dem man sich gegenüber Fremdherrschaft oder einer Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft einer bestimmten Herrschaft befreit. Aber damit habe ich noch keine Freiheit gesichert. Und das wird vielleicht deutlich nach dem, was ich da gesagt habe, nicht, dass Freiheit ja eine bestimmte Art des Zusammenlebens mit anderen ist, bestimmte Verkehrsformen und so weiter. Die muss ich ja erst schaffen in einer politischen Ordnung. Und das Problem ist eben, dass Befreiungsprozesse in der Regel zur Herausbildung von starken Kollektividentitäten führen. Oder man kann es vielleicht ein bisschen realitätsbezogener sagen, sie führen dazu, dass es bestimmte Führungen gibt, die sich als Sprecher eines Kollektivs dann präsentieren. Und das können wir ja die letzten 100 Jahre an Dutzenden von Orten in der Welt beobachten, was daraus wird, ob ich da jetzt die Sandinisten in Nicaragua nehme oder die Revolution in Kuba oder die, natürlich die Revolution in Russland oder sonst wo. Ne? In der Regel enden diese Befreiungsversuche damit, dass wir eine Institution kriegen, die dann im Namen des Kollektivs, was sich da gebildet hat, spricht und handelt und mit der Freiheit ist vorbei. Und das war eben für, aus der Sicht von Arendt auch in der Französischen Revolution der Fall und das Kollektivsubjekt war, so haben Sie richtig gesagt, La Nation, die gleichgesetzt wurde, zumindest zur Zeit der Jakobiner, mit den Armen, mit, auch mit einer gewissen sozialen Bedeutung aufgefüllt wurde, die Nation. Und dann gibt es keine Pluralität mehr innerhalb eines solchen Gemeinwesens und keine Form des geregelten Austragens von Konflikten oder des gleichberechtigten Austragens von Konflikten. Und mit der Staatszentrierung haben Sie in einem Punkt natürlich dann auch doch recht, weil Sie ja gegen jede Art von Zentralstaat war. Sicher auch, weil ein zentralisierter Staat das sehr nahelegt, dass dann die Spitze dieses Zentralstaats sich mit dem Gesamtkollektiv identifiziert. Deshalb war sie ja so fasziniert von der amerikanischen Revolution und für sie war ja, das können wir heute nicht mehr richtig nachvollziehen, der amerikanische Staat, die Vereinigten Staaten von Amerika, kein Nationalstaat im eigentlichen Sinne. Weil es der Zusammenschluss von Einzelstaaten ist und weil es eine politische Verfassung gibt, die keine zentralisierte Souveränität kennt. Ob man das heute noch so sagen kann mit den Staaten und Präsidenten, ist die Frage, aber in der Tendenz gibt es da immer noch einen Unterschied, wenn Sie heute in die amerikanische Politik schauen. Der Obama kann nicht tun und lassen, was er will, und er hat nicht eine Mehrheitspartei hinter sich, mit der er tun und lassen kann, was er will. Es ist ein System von Checks and Balances, in dem Arendt eine Alternative zur europäischen Souveränitätsvorstellung, sicher auch speziell zu den zentralisierten Vorstellungen Frankreichs, sage ich. Weil da ist Politik schon dadurch gesichert, dass sich diese verschiedenen Machtzentren, nicht das Parlament ist zweigeteilt, es gibt eine starke Teilung zwischen den zwei Kammern des Parlaments und dem Präsidenten und dann gibt es noch eine unabhängige Justiz, die müssen sich miteinander auseinandersetzen und das stellt sicher, dass da nicht eine Instanz gibt, die sagt, ich verkörpere die Nation und das, was ich tue, ist der Wille der Nation. Darum ging es ihr da. Ne? Da mag sie die amerikanische Verfassung auch ein Stück weit überhöht haben, aber dieses Prinzip der Föderation ist, glaube ich, doch etwas, was da ein Gegenmodell bildet zum souveränen Nationalstaat. Meine Frage, die schließt eigentlich gleich an das an, was Sie gerade gesagt haben. Also erstmal vielen Dank für diese Darstellung, für diese sehr klare Darstellung des politischen Hannah Arendt. Wenn ich das immer höre oder lese, dann geht mir das runter wie nichts und kann ich alles abnicken und denke immer prima. Und jetzt auch, wie Sie das entwickelt haben, sehe ich bei diesem Konzept des politischen, bei dieser Handlungsorientierung, sehe ich immer sozusagen die kritischen Momente. Ja, ich verstehe, wogegen es sich richtet und inwiefern es da fruchtbar ist.
aber sozusagen in einer bestimmten Weise fehlt mir so eine Präzisierung. Und ich meine, das liegt bei, denke ich, liegt bei ihr. Und für mich ist wirklich hier die Frage sozusagen, also der Institutionen. Also irgendwie muss ich ja immer fragen, was kommt dabei raus oder wie verstetigt sich ein bestimmtes politisches Handeln, sei es jetzt innerhalb einer politischen Bewegung, dass es bestimmte Regelungen der Konflikt, des Umgangs mit Konflikten gibt, aber dann eben auch in irgendeiner Weise zur Formierung politischer Entitäten, dann benötige ich ja sowas wie Institutionen und da finde ich, bleibt sie doch sehr unbestimmt. Und das ist meine Frage, wie Sie das weiterdenken würden, also falls meine Diagnose stimmt. Sollen wir sammeln oder wollen Sie? Ja, machen wir teilen. Ja. Ja, auch von mir vielen Dank, Herr Tarr, für den tollen Vortrag. Ich möchte Sie aber trotzdem nicht so einfach von der Angel lassen, was das Versprechen betrifft, warum Hannah Arendt und nicht Marx. In Bezug auf den frühen Marx bin ich vollkommen einig mit Ihrer Interpretation und auch der Kritik an dem Korpus der Selbstentfremdung, an dem Gattungswesen Mensch im Kollektivsingular, den Marx voraussetzt und so weiter. Aber es gibt ja auch Lesarten und Traditionen, die den frühen von dem späten Marx sehr deutlich unterscheiden. Und zwar aus guten Gründen, nämlich der späte Marx wendet sich zum Beispiel in seinen Theorien zum Mehrwert gegen einen überhistorischen Universalschlüssel der Interpretation. Er bringt ständig die Frage auf, dass die begriffliche Reflexion immer wieder aufgrund von gegenwärtigen Verhältnissen an die eigene Grenze stößt. Und vor allem entscheidend finde ich dann den Topos des Missverständnisses, was Kommunismus sein soll, aus seiner deutschen Ideologie, wo Marx und Engels schreiben, Kommunismus ist für uns kein Zustand, den es zu verwirklichen gilt, kein Ideal, das es zu erreichen gilt, sondern für uns heißt Kommunismus die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt, dieser Satz genau in die Richtung Praxis, also nicht Poesis, nicht instrumentelles Handeln, sondern Praxis. Das wäre meine Frage. Weiter sammeln? Machen wir mal. Dann Tom. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Mir ist entgangen, was die Zwecke sind. Also die Ziele habe ich verstanden, dass sie sich wandeln im Sprechen mit anderen, aber dieses Puzzlestein fehlt mir gerade mit dem Zweck, wenn ich das nochmal wiederholen würde. Gut, dann fange ich den letzten an, weil das das Einfachste ist. Wenn wir jetzt die Begriffsverwendung von Arendt zugrunde legen, dann ist der Zweck etwas, was dem Prozess vorausgesetzt ist. Und da geht sie eben so idealtypisch von einem handwerklichen Herstellungsprozess aus, nicht ich kann keinen Stuhl bauen, wenn ich nicht, bevor ich mit dem Stuhl bauen beginne, weiß, wie der hinterher aussehen soll. Das ist zumindest die Rede, vielleicht wenn man ein bisschen künstlerische Seite hat, improvisiere ich da und wundere mich dann am Schluss, was da rausgekommen ist. Aber das ist nicht die Art, wie man normalerweise handwerklich etwas herstellt. Man hat ein genaues Bild, man macht sich ja vielleicht sogar einen Plan und dann beginnt man mit dem Prozess. Und diese Unterscheidung von Zweck und Ziel, jedenfalls habe ich so verstanden, soll eben sagen, dass diejenigen, die jetzt politisch handeln, ja auch irgendwas verfolgen, die haben ja auch ein Ziel. Aber das ist was, was im politischen Prozess selber zur Disposition gestellt werden muss, sonst ist kein politischer Prozess mehr. So würde ich es, glaube ich, formulieren, oder so meint sie es meines Erachtens. Das ist der Unterschied zwischen dem Zweck und dem Ziel. Das Ziel ist was, was dann im politischen Prozess selber sich zur Disposition stellen muss. Wenn ich jetzt an eine Auseinandersetzung mit anderen denke und ich sage, ja, das Viertel hier soll so oder so entwickelt werden, da brauchen wir keine neuen Kaufhäuser, dann ist das ein Ziel. Ne? Und wenn andere dann sagen, doch, da brauchen wir aber doch auch was da Leute anzieht und so weiter, dann muss ich mich der Auseinandersetzung und am Schluss kommt vielleicht was raus, was keine der Parteien am Anfang so intendiert hat, was aber vielleicht trotzdem eine optimale Lösung ist. Dann hat niemand einen Zweck
verfolgt. Und der Prozess wird nicht bestimmt von dem Zweck, den man verfolgt. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel mit dem Stuhl bleibe, nicht der Zweck bestimmt ja, wie ich den Stuhl herstelle. Und das ist das, was den Prozess bestimmt. Und das ist das, was im Britischen nicht haben will. Weil damit ja Freiheit wieder perdu wäre. Nicht? Wenn es einen übergeordneten Zweck gibt, und da sind wir dann schon bei Marx, ist, wenn es einen übergeordneten Zweck gibt, wenn ich Geschichte als einen Prozess denke, der auf ein Ziel hin sich entwickelt, dann ist natürlich mit der Freiheit in diesem Prozess problematisch. Aber das ist ja gerade nicht in dem Zitat. Ja, das haben Sie, ist die wirkliche Bewegung. Aber ich meine, die Bewegung geht ja doch, naja gut, jetzt kann man sagen, auf ein Ziel hin, dann wäre das ein Ziel, vielleicht ein Ziel, was auch zur Disposition steht. Da wäre eine gewisse Offenheit. Man kann Marx natürlich ganz unterschiedlich interpretieren. Und ich bin nach wie vor auch von Marx beeinflusst. Ich finde die Fetischkritik, die Verdinglichungskritik im Kapital nach wie vor ganz hervorragend und denke, dass man da auch was von lernen kann und das ein wichtiges Moment der Gesellschaftskritik ist. Aber ich glaube, Sie auch noch mal so grundsätzlich auf den Praxisbegriff abgehoben haben, dass der Praxisbegriff da doch etwas anderes meint. Praxis steht ja in der Tradition im Gegensatz zu Theorie. Praxis und Theorie ist ein Gegensatz, nicht? Und in der Elfen-Feuerbach-These sagt Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und da ist von der Formulierung her vielleicht ja immer noch offen, ob man weiß, wie man sie verändern muss. Aber Marx in seinen ganzen Schriften hat doch eher den Eindruck vermittelt, dass er wusste, wo es lang geht. Also dass er ein Bild davon hatte, wie sich die Gesellschaft zu entwickeln hat. Nicht auch diese, und auch beim späteren Marx und bei Engels dann vielleicht noch deutlicher in den Schriften, die dann auch populär wurden in der Arbeiterbewegung, die Vorstellung, dass Geschichte in diesen verschiedenen Gesellschaftsformationen sich entwickelt und dass auf Kapitalismus der Sozialismus folgt, auf Sozialismus der Kommunismus, das ist ja was, wo man eigentlich aufgrund einer Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse glaubt, bestimmen zu können, was das richtige Tun ist. Und das ist was, wogegen, glaube ich, Hannah Arendt schon einen Gegenpol bildet. Man kann versuchen, beide zusammenzubringen, da sind Sie aber auch nicht der Erste, der das versucht. Da gibt es schon einiges an Literatur, das war von marxistischer Seite aus versucht, sich zumindest teilweise Hannah Arendt anzueignen und so. Gut, ich wollte heute nur mal ganz grundsätzlich die wichtigsten Begriffe und vor allem das politische Handeln bei ihr klären. Und dann die erste Frage mit der Präzisierung im Hinblick auf Institutionen. Nein, so ganz ohne ist es da bei Hannah Arendt nicht. Ich habe ja schon erwähnt, dass sie die amerikanische Verfassung eigentlich für sehr gelungen hält. Sie sieht ja nur einen einzigen großen Mangel, nämlich dass die amerikanische Verfassung keinen Raum für die unmittelbare Beteiligung der Bürger lässt. Und dass Freiheit dieser Verfassung nach im Wesentlichen auf eine politische Elite beschränkt bleibt. Deshalb dann ja auch ihr Interesse an diesen Formen von Graswurzeldemokratie, die es da in der amerikanischen Gesellschaft gab und bis heute auch noch gibt. Das ist ja nicht ganz verschwunden, das ist ja immer noch so ein Irrbe, das in Amerika, in einzelnen Staaten jedenfalls, ganz lebendig ist. Und da meinte sie, wäre eine Korrektur nötig an dieser Verfassung. Aber prinzipiell hatte sie ja ein positives Verhältnis zu diesen Institutionen. Die Hannah Arendt, glaube ich, kann man schon als eine republikanische Denkerin bezeichnen, die zu republikanischen politischen Institutionen und zu ihrer gesetzlichen Grundlage auch steht. Du hast ja gestern da dieses Zitat mit dem amerikanischen Pass aus einem Brief gebracht, wo sie sagt, das schönste Buch, das sie kennt, sei der amerikanische Pass, den sie da dann bekommen hat, als sie in Amerika war. Und sie hat Amerika sicher idealisiert aus der Perspektive eines europäischen Flüchtlings, der in Europa vor der Verfolgung durch die Nazis und dem auch über Deutschland hinaus verbreiteten Antisemitismus nach Amerika geflohen ist und dort dann gleichberechtigter Bürger wie alle anderen Gruppierungen, zumindest rechtlich wurde und da eine große Errungenschaft gesehen hat in dieser Art von Citizenship, die ihr
die amerikanische Republik geboten hat, und sie hat die amerikanische Republik eigentlich auch in Einzelheiten in diesem Revolutionsbuch, nicht etwa diese Trennung des Parlaments in zwei Kammern, hat sie sehr positiv gewürdigt. Ich bin nicht sicher, ob diese Teile ihrer Schriften, in denen sie sich zu politischen Institutionen auslässt, wirklich so die stärksten sind, weil sie da auch in mancher Hinsicht, denke ich, nicht ganz so kompetent war. Also sie war niemand, der die jetzt mit Einzelfragen der parlamentarischen Arbeit oder des Wahlrechts und von Parteien und so vertraut war. Sie war zum Beispiel eine große Freundin des Mehrheitswahlrechts und hat das proportionale Wahlrecht immer heftig kritisiert. Also ein Verhältniswahlrecht, wie wir es hier haben. Sie war für Mehrheitswahlrecht, das dann klare Mehrheiten, Minderheiten schafft und so. Ob man ihr in solchen Sachen folgen muss, da wäre ich eher skeptisch. Aber Aussagen dazu finden Sie schon bei ihr. Dann war hier vorne rechts und dann hatten die in der Mitte. Meine Frage bezieht sich nochmal auf die erste Antwort vom Diskussionsbeitrag, auf das Beispiel Kriegsdienstverweigerung, das als sehr persönlich eingestuft wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe da nochmal die Nachfrage, weil für mich Kriegsdienstverweigerung ja doch eine sehr politische Komponente hat, im Sinne von, dass da ja, also so habe ich es immer verstanden, immer eine grundsätzliche Kritik, dass man quasi Konflikte nur durch Krieg lösen könnte, in Frage gestellt wurde und das dann ja auch gipfelt ist in Soldaten sind Mörder, was dann selbst vom Gericht praktisch Bestand hatte. Das wäre nochmal meine Frage, was da. Man, natürlich konnte man es nur persönlich durchsetzen, das war klar, so war die Regel, anders hätte man es nicht machen können, aber. Auswirkungen steigen doch anders. Hannah Arendt legt diesen Wert auf die Umgangsform zwischen Menschen, also die Haltung im weitesten Sinne, mit der man an Politik rangeht. Ich finde es durchaus attraktiv und vernünftig auch für Marxisten. Ganz grundsätzlich, wenn man andere überzeugen möchte und aufnehmen will, was andere sagen. Ein Problem, finde ich, ist diese Gegenüberstellung am Beispiel der Französischen Revolution, die gescheitert ist durch die Notwendigkeit, durch die sozialen Probleme, durch die soziale Armut und die dann Freiheit verhindert. Diese Not ist ein Dauerzustand, gerade wenn in der Welt, gerade wenn sie sich nicht auf bestimmte Länder, Nationen und so weiter bezieht, sondern einen Weltbezug hat, muss man einfach sagen, diese Not und daraus die Notwendigkeit ist ein Dauerzustand. Und das höre ich überhaupt nicht. Das ist irgendwie dann doch ausgeklammert. Genauso diese Not in anderen Ländern, die mit verursacht wird, ne, wie wir alle wissen hier von diesem System, von diesem kapitalistischen System, ist alles ein Dauerzustand. Und deshalb leuchtet mir diese Gegenüberstellung so nicht ein. Ja, Es sind auch fünf Wortmeldungen. Da nehmen wir noch jemanden zu. Mir ging es ähnlich wie Tilman Reitz. Ich hatte bei Ihrem Vortrag auch so das Gefühl, die Rekonstruktion droht in eine sehr scharfe Kritik zu kippen. Und ich finde, besonders deutlich wurde das an der Unterscheidung von Poesis und Praxis, die Sie dann ja doch nochmal gerettet haben, indem Sie gesagt haben, wir können es vielleicht einfach als Reflexionsbegriffe benutzen und sagen, sie sind eben dann in der politischen Wirklichkeit doch ineinander verwoben. Wenn das aber bedeutet, dass wirkliche politische Praxis immer auch diese organisatorische, diese zweckorientierte, auch diese asymmetrische Dimension hat, dann wäre ja, glaube ich, die interessante Frage, und damit würde ich den Punkt von Ulrike Ramming aufgreifen, wo finden wir denn Institutionen, wo das Gleichheitsprinzip, das Bewegungsprinzip, vielleicht auch das Prinzip sozialer Emergenz einerseits und dieses organisierte, asymmetrische, auf Zweck-Mittel-Relationen
orientierte Prinzip deutlich ineinander fließen. Und mir würden dann die politischen Parteien eigentlich einfallen, wo wir sagen könnten, hier sind wir einerseits irgendwie alle gleich und andererseits gibt es doch so etwas wie Repräsentationsverhältnisse. Guten Gewissens raten kann, gehen Sie in politische Parteien. Theoretisch ist das ganz einleuchtend. Da sind die Parteien schon genauso. Ne? Aber wie es dann in der, ich sage mal, in der Praxis, in der umgangssprachlichen Sinn in Parteien aussieht, ist das, wie sich da abends bei Mitgliederversammlungen bis um 11 über die zum Teil banalsten Dinge streiten muss, was da an Durchstechereien und Gruppenbildung und sonst was gibt, ist natürlich nicht so erfreulich. Aber dass von Ihrer Theorie her solche Organisationen, die vermitteln, einen großen Stellenwert haben, also intermediäre Organisationen, das sehe ich auch so und das haben wir auch in einem Projekt in Trier versucht. Jetzt, da ging es gar nicht um Hannah Arendt, sondern um Parteien und Interessenorganisationen argumentativ zu begründen, dass Demokratie eben ohne Parteien in unseren modernen Gesellschaften kaum denkbar ist. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Krise der parlamentarischen Demokratie heute vor allem eine Krise der Parteien ist, weil sie das eben nicht mehr leisten, sondern weil sie doch ziemlich stark verkommen sind zu Organisationen, in denen kleine Gruppen um ihre Karrieremöglichkeiten und Chancen streiten. Jetzt etwas überspitzt. Es gibt natürlich auch das andere. Es gibt in allen Parteien Menschen, die da aus Überzeugungen für jeweils unterschiedliche Sachen stehen. Ich glaube aber auch, dass mit Hannah Arendt diese Verachtung gegenüber Parteien, auch wenn sie gegenüber dem Zustand der damaligen Parteien sehr skeptisch und kritisch war, nicht begründet werden kann. Also so wie sie ja auch sagt, die Verachtung gegenüber dem Politischen, das in ihrer Peer Group von den Intellektuellen damals, glaube ich, sehr stark so immer geäußert wurde, ist nicht ihre Sache. Dagegen hat sie sich immer abgesetzt und ich würde sagen, das gilt auch für Parteien. Jetzt die beiden anderen Fragen. Mit der Not, die ein Dauerzustand ist, das ist schon richtig. Und ich glaube aber, wenn man Hannah Arendt da jetzt ein bisschen freier interpretieren will, kann man an ihrer Skepsis gegenüber der Notwendigkeit schon festhalten. Zum einen, weil ja selbst schreiende existenzielle Not nicht einfach durch Experten und Fachwissen oder sonst was zu beheben ist, sondern sofort politische Fragen aufwirft, wie wir das angehen sollten. Und da ist doch Konflikt und Auseinandersetzung eine völlig legitime Sache. Also ich würde sagen, man muss auch Not politisieren im Sinn, dass man da alternative Möglichkeiten aufmacht und sich über die auseinandersetzt. Das Problem mit der Not ist in Ihrem Werk, wenn sie auf die Französische Revolution Bezug nimmt oder auch dann auf den sowjetischen Sozialismus, das Problem mit der Not und der Notwendigkeit ist ja, dass jeweils sich politische Kräfte herausbilden, die sich diese Notwendigkeit gewissermaßen zu eigen machen oder sich dann als Verkörperung dieser anstehenden Notwendigkeiten präsentieren. Nicht so wie zum Beispiel der Sozialismus in der DDR sich in letzter Instanz damit gerechtfertigt hat, dass es die Partei mit ihrem Marxismus-Leninismus ist, die gesellschaftlichen objektiven Entwicklungsgesetze erkennt und dementsprechend dann die Gesellschaft gestalten kann. Da gibt es eine Instanz dann, die sagen kann, was ist notwendig, genau wie schon in der Französischen Revolution. Das hat auch nicht erst Hannah Arendt entdeckt. Mir fiel jetzt, als ich mir das nochmal angeschaut habe, auf, und ich wollte es eigentlich tun, aber bin da nicht mehr dazu gekommen, nochmal Büchner D'Artois Tod anzuschauen, weil, kennen sicher einige hier, ne? Der Büchner schon dieses Scheitern der Französischen Revolution damit erklärt, dass Saint-Just und Robespierre da ihr Handeln mit einer Naturkraft gleichsetzen. Das muss auch wohl historisch so gewesen sein. Ja, Büchner legt da eine Rede Saint-Just zugrunde, wo er sagt, was sind schon ein paar Tote? Die Natur mit ihrer Gewalt tötet durch eine Überschwemmung Tausende oder durch ein Erdbeben noch mehr. Und wir bringen mit den Notwendigkeiten, die wir exekutieren, oder mit diesen Naturnotwendigkeiten, die wir exekutieren, ja zumindest die Geschichte voran. Also was soll die Kritik an uns? Ja? Das ist was, was schon sehr früh als ein Problem da gesehen wurde. Und das ist eben das Problem, sobald man im politischen Bereich Notwendigkeiten proklamiert und sagt, dies zu tun ist jetzt absolut notwendig.
Da ist ja der nächste Schritt, sofort zu sagen, ja, ich weiß, was absolut notwendig ist und dann habe ich auch jedes Recht, das durchzusetzen. Jetzt zur Kriegshilfsverweigerung. Da kenne ich mich gut aus, weil ich selber durch drei Instanzen gehen musste, bis ich als Kriegshilfsverweigerer anerkannt wurde. Und da kann man, glaube ich, wirklich diesen Punkt von Hannah Arendt ganz schön deutlich machen. Wenn ich mich recht erinnere, dann haben sie in der ersten Instanz beurteilt, dass ich ganz unglaubwürdig wäre, dass was ich vorgetragen hätte, wäre zwar so rein intellektuell nachvollziehbar und würde eine Kriegsdienstverweigerung rechtfertigen, aber sie hätten nicht den Eindruck gewonnen, dass ich subjektiv dahinter stimme. Und in der zweiten Instanz haben sie dann argumentiert, ich wäre zwar persönlich glaubhaft und sie würden mir das abnehmen, was ich da vortrage, aber ich würde den Kriegsdienst nur aus politischen Gründen verweigern. Und damit war gemeint, in der Rechtsprechung durchaus konsequent, dass jemand nur politische Gründe gegen Teilnahme an einem Krieg anführt, also weil zum Beispiel ein Krieg damals in 60er, 70er Jahren in Europa zu einer Zerstörung Europas geführt hätte und dann kann man sagen, hat das keinen Sinn mehr oder so. Das ist eine rein politische Argumentation, war das Argument. Vor dieser Kammer musste man glaubhaft machen, dass eine Teilnahme, also dass der Militärdienst, eine Teilnahme an der ganzen Geschichte einem innerlich zerbrechen lassen würde. Nicht, dass man, weil man von seinem Gewissen her das so stark ablehnt, dann innerlich zerbrechen würde, wenn man den Kriegsdienst mit der Waffe leisten müsste. Das war der entscheidende Punkt. Und da hat man das, finde ich, ganz schön nochmal was auch dann der Gegenpol zu Hannah Arendts Position. Für Hannah Arendt ist das nicht die Frage, sondern sie würde das, was diese Kammer mir als politische Kriegsdienstverweigerung vorgeworfen hat, als der eigentliche Kern ansehen, nämlich, dass ich eine Argumentation vorbringe, die das als schädlich, unsinnig oder auch moralisch verwerflich charakterisiert und versucht, andere für diese Position zu gewinnen. Das wäre das, was Hannah Arendt will. Ich wäre jemand, der nur aus Gewissensgründen verweigert, der muss ja eigentlich gar nicht von sich aus andere davon überzeugen. Also wenn Sie jetzt gläubiger Zeuge Jehovas sind, dann ist es unter Umständen nicht Ihr Anliegen, dass die Öffentlichkeit diese Position teilt und es tatsächlich dann irgendwann kein Militär mehr gibt, sondern Sie dürfen da nicht dran teilnehmen und es ist wichtig für Sie, um Ihre Seele zu retten, dass Sie das nicht tun. Also Hannah Arendt hat, das ist das, was da auch noch ein allgemeinerer Zug bei ihr ist. Sie hat in dem Punkt zumindest eine eher gegen die christliche Tradition gerichtete Haltung. Das gilt für andere Dinge und in anderer Hinsicht nicht. Aber diese christliche Orientierung auf das eigene Gewissen, egal oder davon abgesehen, was mit der Welt passiert, das ist was, was sie immer kritisiert hat. Und ihr Gegenideal war Machiavelli. Das fällt uns jetzt vielleicht schwer, nicht weil Machiavelli ja immer noch nicht so die beste Presse hat, sozusagen. Aber der Machiavelli war jemand, der verlangt hat, dass Individuen in der Republik für das Wohl der Republik auch irgendwelche üblen Taten begehen. Das hat sich jetzt nicht so hundertprozentig zu eigen gemacht. Nicht? Aber diese Orientierung auf die Öffentlichkeit und den öffentlichen Raum oder die Welt, in der wir gemeinsam leben, das war für sie ein Ideal und nicht das christliche Ideal, das sich ja von der Welt abwendet und nur auf die eigene Person bezogen ist. Man könnte das mit Max Weber vielleicht auch noch in diesem Gegensatz von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik auf den Punkt bringen. Ich habe mir schon mal gedacht, man sollte mal nachgehen, ob Hannah Arendt das gekannt hat. Sie argumentiert in manchen Stellen hier jedenfalls ähnlich. Max Weber meinte damit, der Gesinnungsethiker fragt nur danach, ob er eine Handlung oder ihre Maximen mit seinem Gewissen, mit seiner Gesinnung vereinbaren kann. Der Verantwortungsethiker fragt, was diese Handlung in der Welt für Konsequenzen hat. Und danach entscheidet er. Das ist ein großer Unterschied. Und Arendt hat zu viel dieser ersten Haltung gesehen und die zweite, also eher die Verantwortungsethik, befürwortet. Vielleicht können wir, damit es nicht ausufert, noch drei Fragen machen und die bündeln und vielleicht halten die sich möglichst knapp. Also dann Sie, Stefan, und dann halten Sie sich noch mehr.
Danach können Sie also ein paar persönliche Fragen haben. Da taucht doch in den Begriffen was auf, wo es um ein Kräftespiel geht, von drei, sagen wir mal, Begriffen. Was ja auch bei Montesquieu oder so zum Beispiel auftaucht. Taucht da was drüber auf bei Hannah Arendt? Mhm. Und der Beschäftigung. Wir haben ja ein Institut vor Augen für politische Gegenwartsfragen und vielleicht wäre es auch mal interessant, wenn ich jetzt dann heute Nachmittag in den Arbeitsgruppen zu fragen, was denn diese politischen Gegenwartsfragen sind. Und wenn wir uns heute streiten oder diskutieren um die französische oder die amerikanische Revolution, vielleicht ist da auch ein Blick ganz gut auf die Situation heute. Sind wir als Frage an Sie, an euch, nicht weiter entfernt als früher von den Versprechen, die uns die Demokratie gegeben hat, die uns die Parteien geben, die uns das Land gibt, uns den Aufsässigen oder den Widerspenstigen? Sind wir weiter entfernt oder sind wir ein Stück vorangekommen? Wir haben uns am Montag bei der politischen Justiz schon mal darüber unterhalten und waren der Meinung, dass die sozialen und die politischen Bewegungen in der Vergangenheit eigentlich sehr viel erreicht hatten. In der Gesetzgebung, Homosexualität, die Frauenbewegung etc. etc. Heute habe ich den Eindruck, aber auch das eher als Frage, als Zweifel, dass wir irgendwo auf dem Rückweg sind und dass wir uns überlegen müssen, wie wir heute politisch wirken. Also ohne sich jetzt festzulegen auf Arendt oder Marx, wie diese Wirkung im Alltag aussieht und wie weit wir als politische Menschen, als politische Wesen entfernt sind von einer Mehrheit der Bevölkerung. Und wie es uns gelingen könnte, ich meine das jetzt überhaupt nicht hochnäsig, sondern wirklich als Problemstellung, wie es uns gelingen könnte, mehr Öffentlichkeit kommt für das, was uns bewegt. Und es sind einerseits die Fragen, ich sage jetzt mal Stuttgart 21 oder TTIP oder das nicht im Bewusstsein Seiende eines Krieges, wie auch immer, ob das jetzt durch den Terror ist oder ob das, was jetzt weltpolitisch sich tut mit Syrien. Wir haben auf diese Fragen offenbar wenigstens keine glaubhaften Antworten. Für uns selbst vielleicht ja, wo wir sagen können, ja, davon bin ich überzeugt, nach diesem Maxim handle ich irgendwie. Aber schön für unsere nähere Umgebung nicht. Wenn Sie heute man muss dir nicht glauben, die neuen Hochrechnungen anschauen für die Wahlen, dann liegt die Linke bei 3% und die SPD bei 16%, vielleicht kommt sie noch auf 12% oder so, weiß man nicht. Und die Grünen mit einem Wölfle, der sozusagen eine Tafel für die im Kinderkrankenhaus ermordeten Kinder ablehnt in Stuttgart, ne? Die sind sozusagen im Aufstieg. Also wie mischen wir uns in diesen Weisen ein? Wo werden wir als Individuen glaubhaft? Die nächste Frage ist natürlich für uns selbst. Wie halten wir diesen Widerstand oder diese Widersprüche heute in der Gesellschaft aufrecht? Wie gelingt es uns, widerständig zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren und irgendwo Zusammenschlüsse zu organisieren, solidarische, die offen genug sind, die nicht dogmatisch sind, die es ermöglichen, all die Leute, die zweifeln und im Aufbruch sind, mit einzubeziehen, in Debatten, aber auch in Tun. So, vielleicht um das. Ich weiß es nicht richtig, ob ich nach so einem Art Schlusswort nochmal ein Thema anschneiden soll, das eigentlich vorher schon kurz behandelt wurde. Ich wollte zunächst mal meiner Verwunderung Ausdruck geben. Also ich habe das vorher nicht gekannt, dass die Hannah Arendt sich doch in überhöhter Form, so haben sie kritisch angemerkt, die amerikanische Verfassung, sagen wir, sehr gut findet und die Beziehungen dort. Kann ich irgendwie nicht richtig verstehen, weil wenn ich die praktischen Auswirkungen genau dieser Verfassung oder dieses Landes ansehe, dann muss ich doch sehr die Augen verschließen, wenn das nichts miteinander zu tun hat, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte einfach nochmal auf die Verkürzung der Politik auf den Herrschaftsaspekt eingehen, den Sie vorher so lapidar jetzt kurz abgetan haben.
ich denke, es kommt doch darauf an, was existiert denn bei uns hier? Gibt es diese Möglichkeit zu diesem gleichen Vorgehen, zu diesem auf Augenhöhe Vorgehen, gibt es die denn überhaupt? Da kann man sich viel denken und viel Schönes ausmalen, aber ich sehe das, die Realität ganz anders. Da gibt es eine Notwendigkeit und da denke ich tatsächlich, sind wir wieder an dem Punkt, es gibt Notwendigkeiten, um solche Dinge überhaupt zu verwirklichen. Ja, dann beginne ich auch mit dem zweiten. Und da würde ich mich doch gegen den Begriff der Notwendigkeit wenden, denn da müssten Sie jetzt bezahlen können, was die Notwendigkeit ist. Und wir müssten alle das akzeptieren, hätte ich meine Zweifel, egal was Sie sagen. Also, es ist eines zu behaupten, da kann man vielleicht noch einen Konsens finden, dass das, was Sie als Umgang von Gleichen mit Gleichen in der Politik so beschreibt oder auch als Ideal konstruiert, in der Gesellschaft hier nicht vollständig umgesetzt ist. Wo da hätte sie aber, glaube ich, auch kein Problem damit. Wir sind denn irgendwo halbwegs umgesetzt? Ja, sicher. Wir haben zumindest eine Verfassung, in der Ihnen bestimmte Grundrechte gewährt sind und im Großen und Ganzen oder in einem gewissen Umfang können Sie diese Grundrechte auch wahrnehmen. Ich bin kein Freund der vermeintlich radikalen Positionen, die keinen Unterschied mehr sehen darin, ob sie in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland oder einer wie der Russland oder gar in einer Gesellschaft wie der in Irak oder in Syrien leben. Ich sehe da ganz erhebliche Unterschiede und ich bin auch der Meinung, dass wir hier in einer politischen Ordnung leben, die uns gewisse politische Grundrechte sichert und es uns ermöglicht, uns politisch zu betätigen. Und dann, das war, glaube ich, ja auch gestern in dem Vortrag im Mittelpunkt, ist natürlich immer so, dass diese Prinzipien, nach denen das politische Zusammenleben geregelt ist und die in der Verfassung festgehalten sind, erstens nicht so umgesetzt sind, wie wir es vielleicht gern hätten. Da müssen wir aber damit leben, dass andere Leute das anders sehen. Dann kann man sich darüber streiten, wie diese Prinzipien umgesetzt werden sollten. Oder der zweite Fall, dass man sagt, diese Prinzipien entsprechen eigentlich nicht mehr dem, was wir heute in der Gesellschaft haben sollten. Man müsste es selber verändern. Dann aber müssen wir uns auch darüber mit anderen auseinandersetzen und uns darüber einig werden oder versuchen, Mehrheiten zu gewinnen für die Änderung dieser Prinzipien. Das war ja im Übrigen auch das, was Hannah Arendt diagnostiziert hat in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die sie ja unterstützt hat, dass die bestimmte Grundprinzipien, die in der amerikanischen Verfassung teils enthalten waren, aber in der amerikanischen Realität nicht verwirklicht wurden, wieder einklagt, oder dass sie auch diese Prinzipien neu interpretieren, ebenso, dass jetzt zum Beispiel Schwarze mit umfasst sind oder dass man bestimmte Gleichheitsprinzipien auch sozial interpretiert und nicht nur rechtlich. Das ist ja das, was den politischen Prozess ausmacht. Und darum ging es ihr. Notwendigkeiten sind es aber nicht. Und da würde ich mich eben dagegen verwehren, dass man sagt, da gibt es eine Notwendigkeit. Und dann sind wir sofort wieder beim nächsten Schritt, dass einer weiß, welche diese Notwendigkeiten sind und die anderen das nur ausführen dürfen. Jetzt zu dieser kurzen Frage, ich wäre froh, wenn ich eine kurze Antwort darauf geben könnte, und das ist jetzt mein Unvermögen. Hannah Arendt sagt sicher zu Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die verschiedenen Sachen in dem Text. Die Analyse dieser drei Begriffe und ihrem Verhältnis zueinander ist aber nicht zentral. Ich müsste jetzt mal reingucken, wo sie da was dazu sagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was sie nicht tut, ist, glaube ich, das, was sie da als Gedanken hatten, und das ist ja eigentlich ein ganz weiterführender Gedanke, dass ja in diesen drei Prinzipien schon die Grundlage für ein plurales Gemeinwesen liegen könnte, weil Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ja verschiedene Prinzipien sind und man dann immer sich noch darüber streiten muss, in welchen Verhältnissen sie zueinander stehen und wie sie genau auszulegen sind. Das ist richtig. Brüderlichkeit, kann man das nicht mal abschaffen? Ja, es ist, glaube ich, jetzt hier allen klar, dass damit nicht nur Männer gemeint sind, aber wenn Schwesterlichkeit sagt, ist ja auch exkludierend, dann müssen wir jetzt was Drittes finden. Mitmenschlichkeit klingt nicht so gut und historisch haben sie halt immer Brüderlichkeit gesagt. Hannah Arendt hatte auch noch ein durchaus positives Bild von der Französischen Revolution 1792.
also bis zu dieser Radikalisierung unter Robespierre und dann der Herrschaft des Wohlfahrtsausschusses. Also das, was ich jetzt so als Kritik an der Französischen Revolution und ihrem Scheitern hier kurz hereinfließen lassen, bezieht sich auf diese Phase. Auch in Frankreich wurde ja versucht, eine demokratische Republik zu gründen. Und sie meint eben, das ist gescheitert, weil die Notwendigkeit da diese freiheitlichen Institutionen zerstört hat. Gut, das ist jetzt kein gutes Schlusswort, aber ich kann jetzt auch nicht mit einem anderen dienen. Ich möchte mich bei allen bedanken für die vielen interessanten Fragen, auch die Einwände. Es ist ja immer schön, wenn man ein bisschen sprechen und diskutieren kann und hoffe, dass Ihnen da als Doktor ein grundsätzlicher Eindruck da mal in Kanaren vorliegen wird. Vielen Dank.